Erinnert mich so ein bisschen an 2. Someone seems very interested in our arrival. Is it him? Let's land fast. It's not safe. Ist es er? Wie er? Wer er? What's that? Leichte Fernunterstützungseinheit. Er hat so ein bisschen was Trotteliges wie dieser andere Typ da. Wie hieß der? Quite the warm welcome. So, who'll be carrying my luggage? That sword isn't just a play, is it, Kitty? What? Don't call me Kitty. Au. Ja, yeah, so sieht's aus. Ups. Kann ich auch angeben? You feel the burn, don't you? Okay, nochmal. All eyes on me now. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Er hat das beim ersten Mal auch so geruckelt. Keine Ahnung. Was Menschen angeht, hinterfrage ich es nicht. Vielleicht hat es auch jemand anders da erstellt. Das werden wir hoffen, also mit Glück werden wir es im Dingsbus erkennen. Mit Pech halt gar nicht. Also entweder liegt es daran, dass wir das Spiel schon mal gespielt haben, oder die haben einfach dieses, oh, das ist sowas, das ist sowas. Du hast ja jetzt was eingesammelt. Was ist das hier? Weggenommen. You're seeing that off in the distance too, right? Yeah. Pretty sure those are other worlds in the multiverse. I bet the people who built this place used to watch over different worlds the same way. Die richtige Richtung. Drücke L, um den... Ja. It's about time I got moving again. Ja, ja. It's about time to get moving again. Okay, das hat jetzt was gebracht. Oh, die FPS ist gerade extrem. It opens with Umbran magic. It seems we really do share a past with this island. Ah, das sind die Dinger, die wir verprügeln müssen.
So, die Frage ist jetzt, was ist was? Oh nein, sind das die Dinger? Lebenskraft, Magie, Spielermodus, Spielercharakter, Gegnerwelle, Flokus 2. Beißen und Schleudern. Siegbedingung. Och, probieren wir es mal aus, oder? Nein, kein Fotomodus. Ich will doch starten. Y. So. Also, ich muss gedrückt halten. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Waren das die Dinger, die man macht, die so schwer waren? Jo. Will zwar nichts sagen, aber. No infernal entry here. Bringt halt nicht viel, ne? Nee, bringt nicht viel. Grenze Zeit. Unsterbliche Gegner. Wie soll man das gewinnen? Was zum? Hast du mich gerade gepressen? What the fuck? Ich hab nicht mal gesehen, was ich gemacht hab. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Beißen und schleudern. Au. Okay, das war relativ einfach. Das ist der Und The Last Demons werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Also wenn, dann hole ich es mir wahrscheinlich nur, weil ich es für die Sammlung haben will. Aber so richtig Bock auf das Spiel habe ich jetzt nicht. Weil ich werde diesen Monat sowieso... Da ist aber bestimmt irgendwas drin. Das sieht doch nicht umsonst so brüchig aus. Plus ist eine Info. Raum für Beschwörungen. Höllendämonen benötigen ausreichend Platz und lassen sich in zu kleinen oder zu engen Bereichen nicht beschwören.
Ja. Höllendämonen benötigen ausreichend Ja, hab ich doch. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur testen, wie ich den Dämon wechseln kann. Ich weiß echt nicht, ob ich die Dinger sammeln soll. Weil 25 oder 27.000 erscheint mir ein bisschen viel. Zu viele Sachen, die man noch holen muss. Wie kriege ich das auf? Muss ich da hoch? Nee, ne? Ich meine, ich finde es ja ganz cool, dass mir so ein paar Sachen sammelt. Was war das mit den Dingern? Wie soll ich... Ja, doch... Super. Das waren also Engelsdinger. Also muss ich doch in diese Richtung. Aber warum ist das noch verschlossen? Soll das so sein? Kann ich das später aufmachen? Was? Ist eine gute Frage, die ich mir wahrscheinlich versuche selbst zu beantworten, aber ich habe keine Ahnung. Vor allem, was hat das damit? Was ist das da? Warte mal, ich habe jetzt genug von... Oh, habe ich genug von denen zerstört? Ich habe so das Gefühl... Nee. Die Barriere ist immer noch da. Ich muss mich nicht immer in einen Schmetterling verwandeln, wenn ich doppelt drücke. Sag mal, schießt die langsamer? Nee, es geht. Außer man kriegt einen Armkrampf. Like being bathed in moonlight. A fountain of magic energy. I'm starting to like it here. Wie sie tanzt. Now's your chance. Fly. Okay. Also hier kann ich mich aufladen oder krieg unendlich? Ja, das haben sie jetzt nur gezeigt, ne? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Now's your chance.
So, Junas Ausdrachen, zeig mal, was du kannst. Wunderbar. Oh, dein Hausdrache hat nur ein paar Leute verprügelt. Alles gut. Ein Schlüssel. Ist das der Schlüssel? Warte mal, ist das ein Schlüssel hierfür oder wofür? Das sieht interessant aus. Hexenherz. Herrlich. So. Ich glaube, wir haben bei den Haustieren von Bayonetta haben wir noch keinen Dingsbums gefunden. Noch keinen Besitzer für die Madame Butterfly, ne? Ich glaube, dieser eine Werwolf oder Hundfieder, glaube ich, war, glaube ich, für Justin gedacht. Der große Godzilla war Jonas Hausdrachen. Aber die Madame Butterfly hat noch keine Freundin bekommen. Die wurde noch nicht adoptiert. No infernal entry here, it seems. War das? Ich glaube, wir werden hier später einen Hund sehen. Oder so einen Werwolf, meine ich. Aber generell. What's this weird ass wall? Just needs the right touch. Any true Umbra witch knows that. Ich glaube, hier gibt es so ein hundeartiges Vieh. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht vergeben wir die einfach neu. Also, wer will den Drachen? Den kleinen. Davon sollten wir die Finger lassen, hat die Viola gesagt. Wenn du zu Bayonetta sagst, lass die Finger davon. Was meinst du, was sie macht? Natürlich die Finger davon lassen, ist klar. Wie jedes ungezogene Mädchen wird sie das natürlich genauso machen. Ich weiß, was Justin sein Haustier von Bayonetta ist. Die Kröte. For regrets now, I'm afraid. Bayonetta! Separate vacations for now, then. Good luck. Single-Urlaub angesagt. Viel Glück. Ah, Single-Urlaub ist super. Theoretisch könnte ich hier alles abgrasen. Hat der so bestimmt heiß auf some action? Beschwörungsfelder. Du kannst Beschwörungen bis zu 3 Höllendämonen zuweisen, um sie im Kampf blitzschnell. Gomorra. Das ist Jonas Hausdrachen, würde ich sagen. Wähle ein leeres Feld. Habe ich doch. Hat die mir gerade ins Ohr gestöhnt? Also Madame Butterfly. Now.
need to replenish. Ach, die ist doch elegant. Die geben wir dem Justin. Die Madame Butterfly. Nee, Madame. Madame Butterfly. So heißt sie ja, glaube ich. So. Hier hat uns Bayonetta 2 gute Dienste geleistet. Während alle anderen Dämonen ein bisschen erpirscht waren, war sie auf unserer Seite. Das muss man ihr lassen. Erstmal die örtliche Fauna, Fauna betäuben. Die schicke ich zu dir. Kann deiner Gardevoir. Das werde ich nie wieder los. Da macht man einmal Spaß über Gardevoir. Und dann ist man aufs Leben gezeichnet. Also. Mit dem Ausweichen macht sie nicht so schnell. Oder es liegt an der Konsole. Ich habe so das Gefühl, dass generell die... Das steht sogar auf deinem Lebenslauf. Oh wei. Findet ein Pokémon toll. Steht im Lebenslauf drin. Verstehe. Ja gut, je nachdem, wo du dich bewirbst, ne? Ich wäre gern einer der Organisatoren für eine Fury-Messe. Im Lebenslauf steht drin, Mark Gardevoir. Ja, wir sind schon fast überqualifiziert. Toll ist Ansichtssache. Ach, Gardevoir ist ganz super. Also, ich sag's mal so, ohne mein Gardevoir, sag ich ganz ehrlich, hätte ich Probleme, Geld zu farmen. Gut, man könnte theoretisch noch einen Felinara nehmen, habe ich gehört, aber ich bin mit meinem Gardevoir, das die ganze Zeit für mich Kohle gefarmt hat, sehr glücklich. Okay. Zug? Werbung? Tokyo Travel. Finden wir bestimmt irgendwo den Yang. Ich will zwar nichts sagen, Bayonetta, aber wir haben ein kleines Problem. Der Eridescent hat Hunger. Er hat Bock. Wir werden nun das Gleis wechseln. Falls Sie stehen, suchen Sie bitte Halt an einer Schlaufe oder einem Geländer. Okay. Will zwar nichts sagen, aber. Jonas Hausdrachen hat es gerade ein bisschen. Aua, eilig.
Kann man denn nach oben rutschen? Sauer. Austrachen ist sauer. Ja, der lässt sich nicht so schnell pressen. Ich werde das voll verkacken, weil ich wahrscheinlich nicht mehr weiß, was ich machen muss. Kann die Realität schon mal verzerren? Au. Gut. Warum eigentlich nicht? Komme ich eigentlich? Hier. Seepferdchen check, klar. Ja, kann man mal machen, ne? Der hat doch glatt das Flughörnchen gemacht. Jetzt können wir der Bayonetta dann auf den Badeanzug. Ups. Der schläft nur, Yuna, keine Angst. Das ist etwa ein Chaosgetriebe. Gieriges kleines Ding. Vielleicht ist es Zeit für eine Fastenkur. Okay. Tokio Shibuya. Kann ich da reinlaufen? Wolke der Verkildung. Gigantische was Homokuli hinterlassen an ihren Aufenthaltsorten Wolken aus Nebel, die bei Berührung alles auflösen. Auch Bayonetta. Oh. Ups. Nicht so toll. Küsse zuwerfen. Das muss nicht sein. Lass mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Guck mal, da hinten ist doch schon wieder eine Truhe. Warum habe ich hier unendlich? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Unleash it. Now's your chance. Unleash it. Ah, ich kann hier ein bisschen üben mit ihr. Do it. Verstehe ich nicht, warum das möglich ist. Ja gut, ich kann hier aufräumen, ne? Yeah.
Ja gut, so kann man natürlich die Spielwelt auch schneller kaputt machen. Hauptquartier, Yoguchi haben zwei unbekannte Gesichter, die das Ziel verfolgen. Wie zwei unbekannte? So, ich glaube, wir müssen nach links. Ich will aber nach rechts. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. HQ, 接敵した。距離50. 対象は北東に向かって移動中。遅れ。 こちら本部、了解した。作戦を開始せよ。 了解。 Das wird nichts bringen, Leute. Das wird nichts bringen. Na, das hast du gemerkt, hm? Does anyone mind if I cut in? Wouldn't want to step on your toes. Nicht, dass ich jemand auf die Zehen trete. Don't worry. I know this song by heart. Das Lied kenne ich schon bei das Lied kenne ich schon auswendig. Die beiden. Das war keine schlechte Idee. Au. Na. Unleash it. Finish them. Ja, wunderbar. Ist doch schick. Das mit den Dämonen gefällt mir ganz gut. Was ist das da hinten? Ist das ein Maskottchen? Ein Polizeihund. Okay. Die da frage ich jetzt mal nicht. Kann ich denn überhaupt irgendwas brauen? Lebenskraft, Zauberkraft. Charaktere, Itemkatalog, Ambra-Studien. Ja gut, ne, wir haben das ja schon mal gespielt.
Von daher ein bisschen schwierig. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Sind wir jetzt hier links oder hier rechts? Congestus. Oh nein, wir sind wieder die kleine Cerisa. Aber wir können uns wenigstens bewegen. Na gut, ganz so klein sind wir auch nicht. Erwecke den besiegten Homulkus zum neuen Leben, um den Verlauf der Zeit in diesem Gebiet zu beeinflussen. Springe in der Zeit vor und zurück, um deine Umgebung zu verändern. Zum richtigen Zeitpunkt öffnen sich dabei neue Wege. Vergiss nicht, dass das temporale Feld nur vorübergehend besteht. Oh, wei. So, hier haben wir noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Let's see what time has to teach. Das hat jetzt was gebracht. War das jetzt nur ein Test? Geht das? Ah, das muss ich. Warte. Vorlauf bringt nichts. Au. Ah, okay, verstehe. Okay, das war cool. Bin ich mal gespannt, wenn es nicht zu assig ist. Ist es eigentlich ganz nett. Ich habe das Spiel so krass vergessen, als wir das gespielt haben, dass ich echt keine Ahnung habe. Was da jetzt los ist. So, ich wette mit dir, wir müssen hier rein. Ja, machen wir mal kaputt, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir von den alten Spielständen, auch wenn wir ein neues Spiel haben, dass wir da immer noch irgendwie was an Energie besitzen.